Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's der Alex, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Dieses Video wird für alle die interessant werden, die gerne die Selbstständigkeit in Vollzeit machen möchten. Das heißt, du bist irgendwo in einem Angestelltenverhältnis gewesen und möchtest das Ganze jetzt Vollzeit machen, selbstständig sein und als Reseller oder Wiederverkäufer dementsprechend durchstarten. Dann erfährst du in diesem Video, mit welchen Gehältern du rechnen kannst bzw. welche Gewinne du realisieren musst, um konstant davon leben zu können und konstant wachsen zu können. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei diesem Video. Ja, Freunde, was verdient ein Reseller bzw. was muss ein Reseller überhaupt verdienen, um davon leben zu können und konstant wachsen zu können? Dazu habe ich euch eine Präsentation vorbereitet, die wir Schritt für Schritt gleich durchgehen. Ich zeige euch interessante Zahlen und am Ende machen wir auch eine interessante Rechnung, die für den einen oder anderen super wichtig sein wird, wenn du planst, das Ganze resellen, wiederverkaufen in Vollzeit zu machen. Vorab erstmal alle Informationen, die ich hier zur Verfügung stelle, gerne unten in der Beschreibung nachschauen. Ansonsten Fragen gerne Kommentarfunktion nutzen und sonst, falls du noch nicht abonniert bist, abonniere diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Ich gebe hier regelmäßig Mehrwertes an die Hand, um dir das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay zu erleichtern. Freunde, ich habe die Präsentation für euch folgendermaßen gegliedert. Und zwar, das verdienen Selbstständige in Deutschland. Dazu habe ich eine Statistik gefunden, die super interessant ist. Da sind Zahlen drin, die schauen wir uns gleich an. Was musst du als Reseller, Online-Händler überhaupt verdienen bzw. welche Gewinne musst du realisieren, um davon leben zu können, um davon konstant wachsen zu können? Sehr, sehr wichtig. Und Rechnung für alle selbstständigen Reseller. Was wird vom Gewinn abgehen bzw. welche Ausgaben haben wir als Selbstständigen und was bleibt uns am Ende nachher übrig? Kommen wir zu der Statistik. Und zwar Verteilung des monatlichen Einkommens nach dem Erwerbsstatus. Wir haben hier die graue Linie, abhängig Beschäftigte, das sind die Leute, die in einem Angestelltenverhältnis sind, und die gelben Linien sind Selbstständige. Die Selbstständigen werden hier aber noch unterschieden zwischen Solo-Selbstständigen, die quasi das Ganze alleine machen, die Selbstständigen mit Beschäftigten und alle Selbstständigen zusammen. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, die Solo-Selbstständigen zahlen sich im Durchschnitt so ungefähr, also die meisten Anteile an Prozent Selbstständigen zahlen sich hier 1300, 1400 Euro aus an Nettoeinkommen. Dann haben wir hier die Selbstständigen mit Beschäftigten, die zahlen sich über 2000 Euro aus. Und wenn wir den Durchschnitt davon nehmen, wo sich alle Linien schneiden, dann sind wir ungefähr bei 2000 Euro. Und das ist ein recht gutes Gehalt, wie ich finde, zu der heutigen Zeit. Davon kann man eigentlich gut leben, davon kann man seine Miete zahlen und alle Ausgaben, die man sonst hat. So, dazu gesagt ist, diese Statistik ist von 2015, wird ähnlich aussehen. Ich habe keine aktuellere leider gefunden. Falls ihr irgendwo eine aktuellere habt, gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Ich werde mir das Ganze anschauen und das eventuell veröffentlichen für euch. So. Kommen wir zu den mindestens 10.000 Euro monatlich Gewinn. Das ist eine sehr, sehr wichtige Marke, wie ich finde, und meiner Meinung nach muss es das Mindeste sein, was man monatlich macht. Falls du jetzt noch nicht bist und die meisten werden da nicht sein, ja, dann musst du dir das als mindestens Gewinn pro Monat anpeilen. Ja? Noch besser wäre, wenn du das Ganze, das Ziel noch höher setzt. Das heißt, du setzt da vielleicht noch eine Null dahinter, also sechsstellig monatlich Gewinn zu machen. Das ist durchaus ein sehr, sehr lukratives Geschäft. Und wenn du nie auf die 100.000 kommst, dann landest du vielleicht bei 20.000, bei 30.000 Euro Gewinn im Monat und kannst davon echt dir ein gutes Gehalt zahlen und deinen Angestellten sowieso. So, und wir machen gleich eine Kalkulation, und zwar ist die Ausgangssituation so, dass du Vollzeit solo beschäftigt bist, du bist ledig und zwischen 25 und 30 Jahre alt bist. Klar spielt hier gleich die große Rolle natürlich auch, welche Gesellschaft hast du, beziehungsweise wie ist deine Rechtsform? Bist du ein Einzelunternehmer? Bist du vielleicht in einer Kapitalgesellschaft? Hast du eine Kapitalgesellschaft gegründet, eine GmbH zum Beispiel? Da verhält sich das steuerlich ein bisschen verschieden, aber im Großen und Ganzen kommen wir hier aufs Gleiche hinaus. Wir schauen uns das Ganze hier für den Einzelunternehmer an und gucken mal, was uns dann am Ende bleibt. So, Einkommensrechnung für Reseller.
10.000 Euro Gewinn, das haben wir ja gesagt, das sollte ungefähr bzw. mindestens dein Gewinn sein als Ziel, ja, um davon Vollzeit zu arbeiten und davon Vollzeit leben zu können. So, 5.000 Euro, also quasi die Hälfte, und ich würde sagen, wenn du 20.000 Euro Gewinn machst, dann mach auch da die Hälfte. Also egal, welche Gewinne du monatlich erwirtschaftest, mach immer die Hälfte eine Reinvestition. Reinvestition heißt, wir beziehen uns hier tatsächlich auf Reselling in der Selbstständigkeit, und zwar kaufst du davon hauptsächlich Waren wieder ein, du machst Marketing, du schaffst Wachstum, ja, eventuell brauchst du was an Geschäftsausstattung und vieles mehr. Diese 5.000 Euro reinvestierst du immer, also mindestens, ja. Dann bleibt uns am Ende 5.000 Euro noch übrig. Die könnten wir uns rein theoretisch auszahlen, aber dann kommen ja hier die Einkommenssteuer und Solidaritätszuschlag. 1.400 Euro habe ich ungefähr Pi mal Daumen ausgerechnet, sind es dann an Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag. Dann bleiben uns am Ende noch 3.600 Euro übrig. Von diesen 3.600 Euro müssen wir auch noch die Sozialabgaben zahlen. Denn als Selbstständiger musst du keine Arbeitslosenversicherung bezahlen, du musst keine Krankenversicherung bezahlen, beziehungsweise die ist nicht in deinem Gehaltsabrechnung mit drauf. Du musst keine Rentenversicherung bezahlen und vielleicht noch weitere Abgaben, ja, Kirchensteuer eventuell, das musst du eventuell bezahlen, wenn du da drin bist. Jedoch ist hier die Krankenversicherung separat, das heißt, wenn du selbstständig bist, und zwar Vollzeit selbstständig, musst du dich entscheiden, ob du in der gesetzlichen bleibst oder ob du in die private Krankenversicherung wechselst. So, und falls du in eine private Krankenversicherung gehst, ist es natürlich abhängig von deinem Gehalt und deinen Leistungen, die du da inklusive nimmst als Tarif. Es schwankt so zwischen 200 bis 800 Euro, wenn du privat krankenversichert bist. Ich habe hier so die Mitte genommen, 500 Euro, sehr realistisch, deshalb habe ich das auch so hier vorgemerkt. Dann bleiben uns 3.100 Euro übrig, ja. So, nun ist es so, Rentenversicherung haben wir nicht, wie angesprochen. Wir müssen für die Altersvorsorge was tun. Und da lege ich euch ans Herz, falls ihr plant, wirklich komplett immer selbstständig zu sein. Und das ist eine Entscheidung fürs Leben, finde ich. Egal wie es läuft, wenn du dich entscheidest für die Selbstständigkeit, dann musst du es durchziehen. Du musst hart arbeiten und du musst es einfach durchziehen. Egal wie schlimm es sein wird und egal wie schwierig es sein wird, zieh es immer durch. So, und jetzt kommen wir mal zu der Altersvorsorge wieder zurück. 1.000 Euro mindestens, ja. Es kommt natürlich aufs Gehalt drauf an, wenn du jetzt, ja, wo wir jetzt bei 3.100 sind, wenn du da noch 2.000 Euro steht, kannst du natürlich keine 1.000 Euro als irgendwelche Rücklagen machen, irgendwie in der Altersvorsorge. Deshalb nimm das immer in Relation, aber immer so viel wie möglich, ja. Und in dem Falle 1.000 Euro mindestens. Ja? Altersvorsorge, wo investierst du? Also solche Sachen wie private Rentenversicherung, lass den Quatsch. Altersvorsorge ist meiner Meinung nach an die Börse zu gehen, das heißt in Aktien zu investieren, in Immobilien zu investieren, in irgendwelche Wertgüter, ja? Die konstant im Wert bleiben oder vielleicht sogar steigen. Super wichtig. So, und am Ende bleiben uns dann 2.100 Euro netto übrig. Von diesen 2.100 Euro netto haben wir natürlich Mietkosten. Ja, wir müssen davon leben, also Essen, Kleidung, dies, das. Wir wollen auch vielleicht noch in den Urlaub. Wir haben vielleicht ein Auto, was wir finanzieren bzw. auch unterhalten müssen. Dann haben wir vielleicht noch Versicherungen oder so. Ja, das ist auch nicht alles mit einkalkuliert. 2.100 Euro netto, das ist ungefähr das von der Statistik, was wir gesehen haben, ist im Grunde genommen realistisch. Und jetzt schaut euch das mal an, wenn wir uns, gehen wir jetzt mal nicht von 10.000 Euro aus, also wir reinvestieren ja 5.000, aber gehen wir mal von 5.000 Euro, die wir uns auszahlen, bleiben uns am Ende tatsächlich nur noch 2.100 Euro übrig zum Leben. Und ich finde, das ist vollkommen ausreichend, denn konsumieren sollte man vor allem als Selbstständiger so wenig wie möglich. Ja, man muss den Fokus darauf setzen, zu wirtschaften. Man muss den Fokus darauf setzen,
zu reinvestieren, das ganze Unternehmen zum Wachstum zu bringen, ja? Denn falls du darfst nicht vergessen, jetzt würden die einen oder anderen sagen, ja 2.100 Euro netto, ja dann kann ich auch im Angestelltenverhältnis bleiben. Es ist nicht ganz so, ja. Guckt mal da oben, wir haben 10.000 Euro Gewinn jetzt zum Beispiel, ja. Dass da oben die 5.000 Euro, die ihr wieder reinvestiert in euer Unternehmen und die 1.000 Euro Altersvorsorge, das ist eine Reinvestition in euch, in eure Zukunft und das ist am Ende irgendwann, wenn man es durchzieht, eine Geldmaschine, die euch da erzeugt, von der ihr immer besser und immer besser leben könnt, ja. Am Ende werdet ihr euch immer mehr und mehr Gehalt auszahlen können, weil das Unternehmen einfach so stark gewachsen ist. Natürlich muss man oft einstecken, aber hier in dem Falle, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, habt ihr schon ordentlich was geschafft und davon könnt ihr tatsächlich leben. Und das ist meiner Meinung nach ein Gewinn bzw. das Minimum an Gewinn, was man tatsächlich erwirtschaften muss, um Vollzeit selbstständig als Reseller durchzustarten. So viel zu dieser Rechnung, ja. Falls ihr dazu Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, gerne unten einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das strukturiert bzw. wie ihr das Ganze verteilt. So, kommen wir zum Fazit. Wie gesagt, 10.000 Euro mindestens soll euer Ziel sein, Gewinn monatlich zu machen, denn so könnt ihr effektiv wachsen und davon auch leben. Mindestens die Hälfte vom Gewinn immer reinvestieren, ja? Sei es jetzt in Warengüter, sei es jetzt in das Unternehmen selbst, Marketing und vieles mehr. So, mindestens 1.000 Euro für die Altersvorsorge. Da müsst ihr gucken, dass es verhältnismäßig passt zu eurem Auszahlungsbetrag, aber in dem Fall, in dem Rechenbeispiel, den wir hatten, ist 1.000 Euro sehr gut und realistisch. Investiere so viel wie möglich, ja? Das heißt, versuche dein Konsum im Auge zu behalten, wie ich das hier geschrieben habe. Behalte deine Ausgaben im Auge. Konsumiere weniger, investiere mehr, um davon effektiv am Ende mehr zu haben, als direkt das ganze Geld zu verballern. So viel zu diesem ganzen Thema. Ich freue mich, wenn dir das Video gefallen hat. Gib dem Video einen Daumen hoch. Ansonsten gerne Fragen unten in die Kommentare, wie weit ihr so seid und freue mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, drückt die Glocke, so bleibt ihr auf dem aktuellen Stand. Und ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin bei deinen Tätigkeiten und freue mich, wenn es bei jedem klappt, zu der Vollzeit-Selbstständigkeit. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.